Perfektes Baustellenwetter. Wir sind in Schiffweiler, genauer gesagt in Landsweiler. Und mitgenommen hat uns natürlich MSL. Da sagen wir erstmal guten Morgen. Hallo Jennifer, grüß dich. Guten Morgen Mike, grüß dich. Guten Morgen und der Ingo ist natürlich auch da. Guten Morgen. Guten Morgen Mike. Ja, es ging mal wieder raus, heute auf eine Baustelle in Landsweiler. Was genau, werden wir gleich hier von euch sehen können. Genau, wir haben hier mal im südlichen Saarland eine schöne Baustelle. Hier wird eine Industriehalle aufgebaut mit relativ großen Köchern, Innenköchern, Außenköchern. Und uns geht es heute als Thema um die Außenschalung. Da möchten wir mal zeigen, wie sowas aufgebaut wird. Und die hier wird jetzt noch anders aufgebaut eigentlich, wie wir das vorschlagen immer. Aber auch das wird man sehen, funktioniert sehr gut und auch relativ schnell. Ich meine, das ist auch für euch immer wieder spannend, nicht nur eure Produkte zu verkaufen, sondern auch ja live zu sehen, wie sie dann tatsächlich eingesetzt werden, kann ich mir vorstellen. Ja, es ist ein schönes Projekt. Hier kommen auch die Faltköcher zum Einsatz. Also wir haben hier überwiegend Faltköcher hingeliefert, die dann auf der Baustelle selbst montiert werden. Spart halt unheimliche Frachtkosten und ist halt schön, wenn man das auch mal vor Ort dann hat und dass wir das heute hier begleiten dürfen. Klasse. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir gehen mit direkt hin, denn man sieht schon im Hintergrund, hier wird schon fleißig gearbeitet. Nicht, dass wir das Beste verpassen heute, oder? Genau, gehen wir mal zu den Profis, zu dem Chef der Firma und zu dem Polier, der das Ganze auch einbauen wird. Wird bestimmt interessant. Auf jeden Fall, wir gehen mal vor. Wir müssen natürlich aufpassen, damit wir hier nicht stolpern oder fallen. Klar, Baustelle, logischerweise. Wann wurde das Material von euch hier angeliefert? Boah, vorige Woche. Hier ist man schon eine ganze Zeit am Arbeiten, hat kleine Köcher, wie jetzt hier gerade steht. So kleine Köcher hat man schon eingebaut. Und wir schauen uns jetzt heute diese große Außenschalung da an. Da ist man jetzt gerade dabei beim Betonieren. Und wir werden aber hier in dieser Baugrube, da vorne, da werden wir jetzt eine Schalung aufbauen und dann schauen wir uns das Ganze an. Aber gehen wir mal zum Herrn Strauß, zum Chef hier. Genau, der steht hier schon parat. Nein, er wartet nicht nur auf uns, natürlich beobachtet auch, ob seine Jungs hier auch alles ordentlich machen, aber erstmal guten Morgen, wenn Sie sich kurz vorstellen mögen. Guten Morgen, mein Name ist Strauß Markus, ich bin Geschäftsführer der Bauunternehmung Strauß. Schwerpunkt unserer Arbeit ist Industriebau, wie Sie hier sehen, oder Wohnungsbau. Wir sind hier eine ansässige Firma in Ihlinge, Ortsteil Hüttigweiler. Das heißt, ihr arbeitet auch hauptsächlich hier im Kreis oder in der Region? Wir arbeiten hauptsächlich hier im Saarland, außerhalb vom Saarland. So weit fahren wir nicht. Ja. Aber ist auch genug zu tun hier wahrscheinlich. Im Moment ist genug zu tun, trotz Corona, ja. Vielleicht wenn Sie mal ein bisschen mehr zu diesem Projekt hier erzählen wollen. Was entsteht genau hier? Hier haben wir ausgeschachtet für die Einzelfundamente. Da kommen nachher die Stahlträger für die Stahlhalle rein. Und wir haben uns für das System entschieden mit der Fertigschalung. Außen und innen mit Köcher. Hat den Vorteil, wir können weniger ausschachten, sprich weniger Arbeitsraum. Wir sparen die Ausschalerei und es ist unheimlich zeiteinsparend. In der heutigen Zeit muss man ja schauen, wo man am schnellsten das Geld verdient, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Genau, und wenn ich rausgehört habe, wenn ihr so viele Aufträge habt, dann will man auch schnell die Baustelle abgeschlossen haben. Genau so ist es, weil der nächste Bau wartet schon, ja. Aber ihr habt euch jetzt auch bewusst für die Produkte von MSL entschieden. Jawohl, hat diesen Vorteil, wir brauchen gar nichts abstützen. Wie Sie sehen, machen wir ein paar Eisen in die Sauberkeitsschicht, werden die Schalung, wie Sie gleich sehen, hinstellen, verfüllen, fertig. Dann brauchen wir gar nichts mehr, keine Ausschale, nichts mehr. Ein wenig Arbeitsraumverfüllung, das war's. Ne? Das heißt, jetzt mal aus Ihrer Erfahrung gesprochen, das heißt, wie viel Zeitersparnis ist das Ganze? Ja, wenn ich schon so ein Fundament mit der ganzen Fünferei, das macht schon, da spare ich schon 4 bis 5 Stunden an so einem Fundament, spare ich schon ein. Von der Lohnkosten her. Okay, ja. Wir sehen das hier, sind jetzt ja schon mindestens, ich kann jetzt auf die Schnelle gar nicht durchsehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allein hier in dieser Reihe, also sind wir schon bei 24 Stunden, die, also kompletter Tag, der eingespart wurde, reine Arbeitszeit. Richtig, ja, richtig. Wie gesagt, das geht vom System her. Wenn das eingespielt ist, baue ich zusammen und das funktioniert super. Also man sieht jetzt schon, großes Thema Zeitersparnis. Das heißt, habt ihr euch gut was ausgedacht mal wieder? Ja, das ist ja die verlorene Schalung. Kein Ausschalen, kein Reinigen der Schalung, kein Abtransport. Das spielt ja alles eine entscheidende Rolle. Da liegen die Teile, die werden auf Palette angeliefert. Und dann können wir uns mal jetzt anschauen, wie der Polier mit seinen Mitarbeitern das Ganze macht.
Gehen wir mal rüber, da vorne steht er ja. Ja, während die Jungs hier schon dran sind, erstmal hier den wahrscheinlich wichtigsten Mann auf der ganzen Baustelle, der Polier. Wenn Sie sich kurz vorstellen mögen. Schütz Günther bin ich, von der Firma Strauß. Mache hier den Polier auf dieser Baustelle und wollte euch mal zeigen, wie das funktioniert. Praktisch mit der Schalung. Also ich höre auch davon raus, also auch Sie sind absolut überzeugt davon. Ja. Das war deutlich. Ich sehe schon, die Kollegen sind schon dran. Das heißt, auch jetzt wird erst die Schalung aufgebaut. Ja, wird jetzt vorbereitet, dass die Ecken abgekantet werden. Das sind die Kopfseiten von der Schalung. Und dann sind wir circa in 10 bis 15 Minuten, steht die Schalung. Wow, wir haben es gerade eben schon gehört, das ganze System ist eine mega Zeitersparnis. Also im Vergleich jetzt zu anderen Schalungen schon eine klasse Sache dann. Ja, es ist viel Arbeitserleichterung. Da wir überall immer unter Zeitdruck stehen, macht dieses System Sinn. Man sieht ja auch hier die Kollegen hier zu zweit, also können hier jetzt locker diese Schalungen hier transportieren. Das heißt, also sie heben sich jetzt auch kein Bruch, sonst irgendwas. Das sieht alles recht easy aus. Ja, das funktioniert auch gut. Gewichtsmäßig passt das auch in dieser Größe noch alles. Wenn die Schalung ein bisschen kleiner ist, wenn die Größe nicht so groß ist, kann man sie sogar draus vormontieren. Kann sie mit Kran, Bagger, egal, in den Arbeitsraum reinheben und sind fertig. Sehr schön, wir schauen da auf jeden Fall zu. Ich frage den Ingo nochmal. Ingo, hab's ja gerade eben schon mal kurz angesprochen. Ich meine, klar, du kennst diese Produkte alle, die liegen bei dir zu Hauf wahrscheinlich im Lager. Aber wie ist denn für dich, selber dann auf der Baustelle dabei zu sein, zu sehen, wie es zum Einsatz kommt? Ja, vor allen Dingen jetzt hier sieht man jetzt gleich, dass es anders zusammengebaut wird, wie wir das vorschlagen. Das habe ich so auch noch nie gesehen live. Ist schon eine interessante Sache. Ich muss kurz erklären, was ist denn anders? Was wird anders sein? Ja, wir haben zum Beispiel auf der Bauma, haben wir ja das demonstriert, wo wir eine Schalung um eine stehende Bewährung drumherum bauen. Hier ist es jetzt aus Platzgründen gar nicht möglich, weil er hat einen relativ enger Arbeitsraum. Hier geht man jetzt hin, stellt man die Schalung und verschraubt das Ganze jetzt von innen nach außen. Im Prinzip umgekehrt. Wenn ich von außen nach innen schraube, dann drückt die Schraube das Blech gegen die Abkantung und es hält. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen, weil es drückt nach innen weg, also nach außen weg. Aber es funktioniert auch, ist gar kein Problem. Und man schraubt das jetzt einfach mal so zusammen, das geht im Prinzip genauso schnell, wie wir das auch zeigen, und packt dann später die Bewährung rein. Von oben wird die reingestellt und fertig. Also im Prinzip ist es schon das Gleiche, nur dass eben andersrum geschraubt wird. Geschraubt wird, genau. Tut dem Ganzen keinen Abbruch, wie man sieht, mal hier drüben sieht man schon, hier wurde schon befüllt. Da hinten wird auch gerade weiter befüllt. Es scheint zu funktionieren. Ja, vor allen Dingen, man sieht schön von außen dann mit Erdreich beigefüllt, das Ganze verdichtet und fertig. Kein Ausschal, es ist halt unglaublich schnell. So, wir lassen die Jungs ihr Werk vollrichten und sind da gleich wieder dabei, wenn es weitergeht. So, die letzten Schrauben werden angebracht. Ingo, du hast auf die Uhr geschaut. Wie lange haben wir gebraucht? Ja, wir liegen so im Bereich von einer Viertelstunde. Ich glaube, es war schneller. War schneller? Ja, war hier. Schneller. Ja? Ja, ja, war schneller. Es waren okay, so knapp 10 Minuten war es. Ja? Ja, ja, knapp 10 Minuten. Da guck mal, schneller als du selber dachtest. So schnell geht's hier mit deinen Materialien. Ja, ist doch super. Aber ob das jetzt 10 Minuten dauert oder eine Viertelstunde, wenn man es vergleicht mit einer Systemschalung, einer Rahmenschalung, dauert viel länger. Also, auch wenn die Kollegin jetzt eine halbe Stunde daran gearbeitet hätte, wäre auch egal gewesen. Es wäre immer noch sehr schnell. Genau. So, das Ganze, wenn die Schalung jetzt komplett steht, natürlich prüfen die Jungs doch, ob alles richtig ist. Wie geht es dann weiter hier? Dann wird im Anschluss die Bewährung eingebaut. Den Eisenkorb haben wir hinten schon zusammengebaut. Hier wird reingehoben. Wenn die eingebaut ist, bauen wir das innere Köcherfundament, wie man hier nebendran sieht, bauen wir dann ein und schon ist die Sache fertig. Dann ist kann der Beton kommen. Genau, vielleicht gehen wir kurz mal rüber, damit man das noch mal kurz sehen kann, wie es dann am Ende aussehen wird und aussehen soll. Das heißt, hier der Köcher, wie gerade erklärt wurde, ist hier schon eingesetzt, auch schon zementiert. Genau. Beton ist drin und so soll es dann am Ende aussehen. Sieht es fertig aus, 2 Köcher weiter, ist dann fertig. Hier kommt noch ein wenig Beton drauf und hinten ist schon fertiggestellt. Also ganz da hinten sehen wir, das ist das Ziel, so soll am Ende alle hier aussehen. Genau, das ist das Endprodukt.
gut Deutsch gesagt. Sind auch noch Ankerbahnen eingebaut. Das ist auch noch ein Vorteil, für die Ankerbahnen einzubauen. Haben wir eine schöne Auflage, können wir schön ausrichten. Also die Schalung hat eigentlich nur Vorteile. Ja, es geht wirklich ruckzuck weiter hier, keine Pause. Zug auf Zug geht es ja weiter, kein Stillstand. Ja. Ja, das ist ja genau das, was ihr wollt, was ihr braucht und was auch wichtig für euch ist, dass eben so schnell wie möglich alles erledigt werden kann. Auf jeden Fall, Zeitansparung ist Geld und wie gesagt, in der heutigen Zeit muss man so schauen, dass man billig ist und da muss man gucken, wo man am besten spart und am schnellsten arbeitet. Ne? Jetzt gehe ich, glaube ich, mal ein bisschen aus dem Weg, sonst sind wir am Ende noch da drin. Das muss nicht sein. Ich spare mal Beton, ja. Baustellenwitze, wie man sie mag. Ja, genau. Nein, klar, natürlich auch hier wird auf Sicherheit geachtet. Das ist wie überall sehr wichtig. Das heißt, der Köcher wurde jetzt hier von euch so vormontiert oder wurde er so angeliefert? Die Eisen sind gebogen angekommen und dann haben die Eisenflächer den so zusammengebaut. Ne? Die sind alle, wie Sie hier sehen, alle schon vorgearbeitet. Da oben liegen sie alle gar. Ja, da werden sie nur noch später hereingehoben. Ne? Man braucht nicht vor Ort die zusammenzubauen und es ist auch einfacher draußen wie drinnen die zusammenzubauen. Ne? Bevor jetzt hier verfüllt werden kann mit Beton, muss hier dann noch quasi mit Erdreich nachverdichtet werden wieder? Ja, das wird jetzt von außen mit Feinsieb wird das aufgefüllt, wird verdichtet und dann kommt später der Beton da rein. Da wird das da oben noch geschlossen. Das sieht man ja an den anderen Fundamenten, da ist ja oben auch noch eine Baustammmatte drüber, die da rüber kommt. Dann wird in der Mitte hier der kleine Köcher eingebaut. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Arbeit. Aber bis dahin ging es wirklich ruckzuck. Wir haben es gesagt, so 15 Minuten mit jetzt hier einfügen, 20 Minuten und das Ganze stand. Ja, toll. Also bin eigentlich begeistert. So soll es auch sein. Ja, und wie man sieht, die Jungs bekommen keine Pause. Es geht wirklich ratzab sofort weiter hier. Richtig. Richtig, kein Stillstand. Pause ist heute Mittag. Ja. Ja, ich sehe schon hier, die Kollegen sind hier gut im Griff. Nein, sind wahrscheinlich auch alles Profis und alle wissen genau, was sie zu tun haben. Jawohl, alles, was hier arbeitet, sind alles Fachkräfte. Die sind mehr oder weniger schon bei lieber 20 Jahre bei uns auch und die wissen, was sie zu tun haben. Das ist der erste Bau dieser Art, wo sie machen. Von daher geht das schon Hand in Hand. Ne? Ja, aber trotzdem jetzt mal. Gut, noch dauert es ein bisschen, aber wenn man jetzt mal sagen würde, jetzt, bis dann Beton verfüllt ist und alles, man kriegt das locker würde alles ineinander gehen, in unter einer Stunde hin. Das würde ja. Hier ist aber der Fall, da kommen noch Ankerbahnen rein für die aufgehenden Träger. Wenn jetzt keine Ankerbahn kämen, würden wir nur noch das in der Köcher einbauen, würden noch die Obermehrung drauflegen, sagen wir noch Arbeit, 2 Stunden Beton ein, fertig wäre es. Ingo, diese Verstahlung können natürlich, gehe ich von aus, individuell hergestellt werden. Das heißt, es gibt keine fixe Norm, keine fixe Länge, Breite. Das wird ganz nach Kundenwunsch hergestellt. Ja, das wird genauso hergestellt, wie der Kunde das braucht, in jedem Maß. Das ist das Schöne daran, die werden ja als Faltköcher ausgeklinkt, werden nur noch abgebogen und später zusammengeschoben. Das Maß stimmt immer. Und das haben wir ja vorhin sehr gut gesehen. Wenn das Teil zusammengebaut wird und die Bewährung passt auch, dann kann man die da reinstellen und fertig. Also Fehler sind quasi damit auch ausgeschlossen. Ja, das kann sich immer mal bauseits was verändern, dass etwas größer wird, etwas schmäler wird. Aber man kann das super arbeiten. Für welche Maße habt ihr euch hier entschieden? Was braucht ihr hier? Hier, das Fundament hat eine Größe von 3,80 Meter auf 2,80 Meter und eine Höhe von 80 cm. Klasse. Könnte man jetzt ja gar nicht zusammengebaut transportieren. Das wäre ja Frachtvolumen, das wäre ja unbezahlbar. So hat man alles auf einer Palette, hat das gelegen, die war dann vielleicht, weiß ich, 20 cm hoch und sämtliche Schalelemente lagen dann da drauf. Und das geht dann ja hier noch rundherum. Das ganze Projekt hier, die Bodenplatte, die wird ja 2.500 Quadratmeter. Da kommt noch ein bisschen was zusammen. Also da werden in den nächsten Tagen, geht es da ja weiter. Das heißt, ihr habt schon ordentlich nachbestellt bei MSL.
Ja, wir haben einmal haben wir uns die Arbeit gemacht, haben rausgeschrieben, was wir brauchen. Und da ist alles mit einer Fracht ist alles hier. Ist schon alles da? Alles hier schon, jawohl. Ja, und wieder sieht man den Profi, denkt an alles, alles vorbereitet. Das läuft hier richtig rund. Ja, auf jeden Fall, es war mal wieder mega spannend zu sehen, wie das Ganze entsteht. Wir haben es ja schon oft drüber gezeigt, berichtet, auch bei euch in der Lagerhalle. Aber ist auch, muss ich sagen, auch für mich immer wieder spannend, sowas dann wirklich im Einsatz live auf der Baustelle zu sehen. Ist einfach eine tolle Sache. Ja, ist auch jetzt hier das mit dem Verfüller, haben wir so auch noch nie gezeigt. Später kommt dann noch der Rüttler zum Einsatz, das Ganze wird verdichtet und dann geht's weiter. Ja, aber ich denke mal, wir haben es gesehen, die Jungs wissen, was sie zu tun haben. Chef weiß es auch, Polier weiß es auch. Das heißt, da sind alle im Einsatz. Ja, ich würde sagen, erstmal vielen Dank, dass wir auf die Baustelle durften. Jetzt normalerweise frage ich ja gerne von wegen, ob du dann vielleicht ein bisschen Werbung für dich machen möchtest. Aber du hast doch gesagt, du hast so viel zu tun, da brauchst gar keine Werbung. Nein, Spaß beiseite, natürlich. Wo findet man euch denn? Wie bitte? Wo findet man euch denn? Wir sind die Bauunternehmung Strauß, ansässig in 66557 Ihlingen-Hüttigweiler, Schiffweiler Straße 44. Telefonnummer 06825 44024. Also einfach mal melden. Geht es denn nur für Großkunden? Macht ihr auch Kleinkunden? Oder? Wir machen alles von Garage bis Klärgrube, sagen wir mal, bis großer Industriebau der Halle bis 7000 Quadratmeter haben wir alles schon bewältigt. Perfekt, das Telefon wird ab jetzt dauerklingeln, davon bin ich überzeugt. Ja, zu euch beiden natürlich. Jennifer, ich weiß, du sagst das ja so gerne. Wenn ich jetzt auch Interesse habe, sei es an Verschalung, aber ihr macht ja noch ganz, ganz viele andere tolle, verrückte Sachen hier gerade. Ingo ist ja hier der Meister der Erfindungen. Wo findet man euch? Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Ja, einfach ins Internet schauen, www.msl-bauartikel.de und dann gerne melden. Telefonnummer findet man dort, Anschrift findet man dort. Wir sind von 8 bis 16.30 Uhr, von Montag bis Freitag da. Gerne melden. Genau, auch das werden jetzt garantiert wieder ganz, ganz viele machen, jetzt wo wir gesehen haben, wie eben so ein Projekt vonstatten gehen kann. Euch beiden, nein, euch dreien jetzt gerade aktuell und auch den anderen Kollegen, vielen Dank für den kleinen Einblick und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, ciao. Ciao.